Alle drei haben rund 100 PS und fordern junge Familien zum Tanz auf. Wir wollen wissen, wie schlagen sich die deutschen Kompakten auf dem Parkett? 5 Grad und Nieselregen, das sind doch die besten Voraussetzungen für ein Tanzturnier dieser drei deutschen Kompakten hier. Der Ford Focus gegen den neuen 114i. Richtig gehört, der Einser mit dem neuen Motor. Sie treten an gegen den neuen Golf. Let's Dance. Genau 100 PS leistet der Ford Focus 1,0 EcoBoost. In der kleinsten Ausbaustufe lassen sich keine großen Pirouetten drehen. 12,7 Sekunden bis auf Tempo 100. Dafür läuft der kleine Dreizylinder-Turbo ruhig und geschmeidig im Takt. Die Leistungsabgabe läuft gleichmäßig, nur im Drehzahlkeller mit leichter Verzögerung. Ohne große Abzüge in der B-Note. Der Ford Focus. Im Standardbereich gibt es keine Minuspunkte, alles in Ordnung. Das Ganze sieht zwar hier so ein bisschen nach Techno und Disco aus, aber das ist eben Geschmackssache. Jetzt könnte man meinen, dass aufgrund des Dreizylindermotors ein wenig Samba fehlt, aber auch dem ist nicht so. Insgesamt macht der Focus wirklich eine richtig gute Figur. Diese technischen Daten bringt der fünftürige Focus auf die Tanzfläche. Hubraum 1 Liter. Leistung 100 PS, der Testverbrauch 6,3 Liter Super, der Kofferraum fast 363 bis 1148 Liter, der Preis 21.900 Euro. Dafür hat der Testwagen das Business-Paket und kann mit Navi, Parkpiepsern hinten, Sprachsteuerung, USB- und AUX-Anschlüssen sowie diversen anderen Gimmicks punkten. Als einziger im Feld tritt er mit nur 5 Gängen an, trotzdem hat er den geringsten Durst. Auch hier nicken die Wertungsrichter wohlwollend. Die Pflicht besteht der Focus ohne Probleme und hat für die Kür noch etwas Besonderes auf Lager, den automatischen Türkantenschutz. Als Dauertänzer hat der Focus allerdings zu kämpfen. In diesem Feld mit Golf und BMW hat er den schlechtesten Wiederverkaufswert und er muss jährlich in die Wartung. Der 1er BMW, der kleinste und quirligste Kompakte auf diesem Parkett, könnte man meinen. Aber die 102 PS aus dem 1,6 Liter Turbomotor sind nicht ganz so Samba geeignet. Zwar zieht er mit einer Höchstgeschwindigkeit von 195 an dem Paar Golf und Focus vorbei, aber das dauert. Liegt auch am Kampfgewicht des Bayern mit 1386 Kilo. BMW 114i, der kleinste Einser motormäßig, den es je gab. Und bei BMW, da denkt man an Heckantrieb, an Dynamik. Aber ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Auch das Getriebe ist so ein bisschen hakelig. Dem Ganzen hier fehlt Schwung, besonders im lateinamerikanischen Bereich. Standardmäßig alles in Ordnung. Aber man möchte doch ein bisschen mehr Saft haben. Stattdessen genehmigt sich der 114i den in Form von Super. 6,7 Liter, so der Testverbrauch. Auf der Wertungskarte finden sich noch folgende Angaben. Der Kofferraum fast 360 bis 1200 Liter. Der Preis für den Bayern 25.530 Euro. Das Blechkleid sitzt im BMW enger um das Gepäckteil und die hintere Bank. Der Tanzbereich von Fahrer und Beifahrer dagegen ist gut bemessen. Und das Bedienkonzept bereitet dem Piloten keinen Stress. Zusatzausstattung bietet der Kleine, wie sie auch die Großen haben. Der kleine Einser ist insgesamt etwas aus dem Takt. Ist rund 3.500 Euro teurer als die Konkurrenz, allerdings im Wiederverkauf besser als Focus und Golf. Der neue aus Wolfsburg kommt 2013 mit Zahnriemen statt Steuerkette auf das Parkett. Auch abgenommen hat er rund 25 Kilo. Zusammen mit den 105 PS aus dem 1,2 Liter Turbo hat er richtig Schwung in der Hüfte und hinterlässt einen ausgewogenen Gesamteindruck. Wer sich mit dem VW Golf auf die Tanzfläche wagt, der macht gar nichts falsch. Hier ist wirklich alles an seinem Platz. Man muss sich um nichts Gedanken machen. Motor, Getriebe, Innenraum, alles so, wie es sein soll. Für manche vielleicht ein bisschen langweilig, aber der VW Golf ist tatsächlich der ideale Tanzpartner. Mit angenehmem Helferlein in unserem Testwagen. Das Display ist gewachsen und zeigt zum Beispiel beim Parken schon mal die Möglichkeiten an. Und hier sein Profil in der Comfortline. Hubraum 1,2 Liter, Leistung 105 PS. Unser Testverbrauch 6,5 Liter Super. Der Kofferraum fast 380 bis 1270 Liter. Der Preis des Wolfsburgers 21.920 Euro. Und damit ist der VW schon mal Preis-Leistungssieger in dieser deutschen Konkurrenz. Zudem kommt auch noch das beste Platzangebot. Der Golf ist einer, der so schnell nicht von der Tanzfläche verschwindet und am Ende immer noch den Disco Fox gut aussehen lässt. Drei Kompakte aus Deutschland mit rund 100 PS haben sich auf das Parkett gewagt und sich den Wertungsrichtern von Autobild gestellt. Hier das Ergebnis. Aus die Platzierung unseres kleinen Tanzturniers auf Platz 3 der BMW 114i. Auf Platz 2
der Ford Focus und der beste Tänzer in diesem Feld ist der neue Golf. Bei allen drei Kandidaten ist eins nicht mehr zeitgemäß, die 2 Jahre Garantie. Hier machen die ausländischen Konkurrenten es schon besser. In diesem Punkt besteht also dringender Handlungsbedarf, wenn sich die Deutschen mit ihnen messen wollen.